Man kann es nicht anders sagen. Union und SPD machen erneut einen Kniefall vor den reichsten Sprösslingen in diesem Land. Es ist wirklich nicht mehr zu ertragen, in welchem Ausmaß reiche Erben leistungslos von diesem Staat gepudert werden. Mir kann es wirklich die Hutschnur hochziehen, wenn ich sehe, dass das Kindergeld gerade mal um 2 Euro erhöht werden soll und die Hartz-IV-Regelsätze um 5 Euro. Und da macht man unerhört hohe Freibeträge für reiche Erben von 26 bis zu 100 Millionen Euro. Das ist wirklich nicht mehr länger anzuschauen. Und ich kann auch nicht verstehen, wie die SPD einen solchen Deal mitmachen kann. Nachdem Gabriel die Gerechtigkeitswende aufgerufen hat, trägt seine Partei ein solches ungerechtes Gesetz mit. Hier wird wirklich soziale Ungerechtigkeit vererbt. Und ich habe gar kein Verständnis dafür, warum so etwas getan wird. Es ist völlig verständlich, wenn sich die Leute im Land immer mehr über eine solche Politik aufregen. Die SPD muss sich nun mal einfach entscheiden, in welche Richtung sie gehen will. Will sie die Reichen und Vermögenden in diesem Land pudern oder will sie etwas für die Beschäftigten, für die Rentnerinnen und für die Erwerbslosen tun? Beides zusammen geht nicht. Ich bin auch erstaunt über die Spaltung der Grünen. Die Grünen haben von der Bundespartei dagegen gestimmt, aber Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat dafür gestimmt. Das ist natürlich auch ein Land, wo ich selber herkomme, in dem besonders viel Reichtum vererbt wird. Dass er sich zum Rechtsanwalt und zum Handlanger dieser reichen Erben macht, sagt viel aus über den Kurs, den er der Grünen Partei verordnen will. So sieht soziale Gerechtigkeit im Land nicht aus. Wir schauen zu, wie jährlich rund 300 Milliarden Euro vererbt werden und wie der Staat gerade mal 5 bis 6 Milliarden an Erbschaftssteuer einnimmt. In keinem Land, in keinem anderen Industrieland ist das so wenig. Wir könnten das verdoppeln und verdreifachen, damit viel Gutes tun für mehr Personal in Erziehung, Gesundheit und Pflege, für die öffentliche Infrastruktur, ohne dass wir Arbeitsplätze gefährden. Die Freibeträge sind deutlich zu hoch.